Parade nochmal in der 94. Minute, kurz vor der Nachspielzeit. Unglaubliches Gefühl heute. Auf jeden Fall, klar, in diesem Stadion spielen zu dürfen und im Viertelfinale gegen Frankreich zu spielen, das ist schon sehr beeindruckend. Und dann diese Leistung, die wir gezeigt haben, noch on top, das ist schön und das ist auch halbfinalwürdig. Was war das Ausschlaggebende heute? Ja, das Ausschlaggebende ist erstmal, dass wir gegen eine Mannschaft spielen, wo man nicht verlieren kann. Grundsätzlich, das ist ein 50-50-Spiel und wir haben vorher Algerien gehabt und da kannst du nur verlieren, egal wie du spielst. Wir haben da auch schon gebissen und haben versucht, guten Fußball zu spielen, ist uns nicht gelungen natürlich, aber wir sind weitergekommen und jetzt war es so, dass wir guten Fußball gezeigt haben und ja, wir wussten, worum es geht. Wir wollten einfach eine Runde weiterkommen, stehen jetzt im Halbfinale und freuen uns auf den Gegner. Wir haben ja schon oft versucht, Ihnen Geheimnisse zu entlocken. Sagen Sie mal, wie bleibt man so ruhig, fast in der letzten Sekunde so ein Ding noch rauszuholen? Gibt es da irgendein Allheilmittel, eine Lösung für? Ja gut, da sind Automatismen. Die Abwehr hat es auch gut gemacht. Die standen in der Mitte relativ kompakt dann bei der Situation, dass er eigentlich nur noch schießen konnte und ich muss die kurze Ecke zu haben. Und wenn er da reingeht, dann ist es ein Torwartfehler. Jetzt die Freude aufs Halbfinale. Die Freude aufs Halbfinale, auf jeden Fall. Wir werden sehen, wer heute weiterkommt. Mal schauen, was das für ein Spektakel dann gibt. Viel Glück dabei im Halbfinale. Danke, Manu. Danke.